Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben. Ja, ich begrüße euch zum Tagesreport am 22.01.2021 und wir schauen mal rein, was uns das RKI hier heute zur Verfügung gestellt hat. Also, die Gesamtinzidenz liegt bei 115, die Altersgruppe 60 bis 79 bei 73, die Altersgruppe 80 plus bei 202. Verstorbene hatten wir gestern 859 und wir gucken gleich nochmal darauf, wie viele das genau auf den Intensivstationen davon waren. So, wir sehen, dass gestern 54.988 erste Impfungen verteilt worden sind, 31.582 zweite Impfungen, 1,386 Millionen erste Impfungen und 115.175 zweite. Momentan sind 4.768 Personen in intensivmedizinischer Behandlung und von den gestern 623 beendeten intensivmedizinischen Behandlungen sind 34% verstorben. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter runter. Wir sehen, dass die Inzidenz mittlerweile in keinem Landkreis mehr über 400 liegt. Hildburghausen ist weiterhin der traurige Spitzenreiter. Bei den Verstorbenen sind wir bei 60,9 auf 100.000 angekommen. Und wir sehen hier, dass bei 54% der Erkrankung, also dieser sogenannten Meldungen hier, kein Erkrankungsbeginn bekannt ist, beziehungsweise diese Fälle nicht symptomatisch erkrankt wären. Daher haben wir hier die gelben, ja, das Gelbe ist das Gemeldete und das Blaue sind die Erkrankungsbeginne. Jetzt schauen wir mal ein bisschen weiter runter. Wir sehen im gesamten, ja, Bremen ist hier noch leicht am Ansteigen in der Inzidenz, aber ansonsten, ja, Baden-Württemberg hat so einen ganz leichten Anstieg. Das ist leider hier schon so kompakt beieinander, dass man das teilweise gar nicht mehr wirklich erkennen kann, wo welche Fälle liegen. Also, in den Krankenhäusern bei den untergebrachten Personen sind wir bei genau 18.000 Meldungen mittlerweile angekommen. 13.201 Personen, 73% 60 und älter. Wir haben 11.655 Hospitalisierungen, das macht eine Quote von 65%. Und 2.768 Verstorbene, das macht insgesamt 15%ige Sterbequote in diesem Bereich. Wir haben hier die Kindergärten, Schulen, Kinderhorte, Heime und Ferienlager. Da sind wir bei 50.368 Meldungen angekommen. Wir haben 542 Hospitalisierungen gehabt. Das macht eine 1%ige Quote und 2 Verstorbene. In den Pflegeeinrichtungen haben wir die 90.000 mittlerweile geknackt. Wir sind bei 90.625 Meldungen. 72.524, also 80%, 60 und älter. Es kam zu 13.863 Hospitalisierungen, macht eine 15%ige Quote. Und die 14.066 Verstorbenen sind 16%. Bei den Angestellten haben wir in den Krankenhäusern und anderen Einrichtungen 57.349 Meldungen erhalten. Von denen sind 4.339, 8%, 60 und älter. Wir kamen auf 1.692 Hospitalisierungen, das entspricht 3% und 51 Verstorbenen. In den Schulen, Kindergärten, Horten haben wir 25.528 Meldungen erhalten, 1.991 Hospitalisierungen, über 60 und älter, macht eine Quote von 8%. Hier haben wir 543 Hospitalisierungen, eine 2%ige Quote und wir haben 22 Verstorbene in diesem Bereich. In den Pflegeeinrichtungen und anderen Sammelunterkünften haben wir 44.209 Meldungen erhalten, 5.230 60 und älter, 12%, 1.106 Hospitalisierungen, das ist eine 3%ige Quote und 119 Verstorbene. Jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter runter. Hier sehen wir die R-Werte. Der 4-Tage-R-Wert ist auf 0,95. Der war gestern niedriger. Und der 7-Tage-R-Wert liegt bei 0,97. Wir sehen hier auch, dass das Nowcasting in jedem Fall noch so bis Anfang Januar zurückreicht. Also hier das Orangene, was hier oben markiert ist in der Ecke. Nochmal für die etwas neueren, der geschätzte Verlauf der noch nicht übermittelten Fälle in Orange.
So, hier sehen wir auch wieder, wie die R-Werte, also wie das aussieht mit dem Now-Casting. Manche Tagen waren wir bis zu 25.000, die geschätzt worden sind. So. Also wie gesagt, was ich jetzt mal ganz ehrlich einwerfen muss. Hier steht jetzt der Satz. Der R-Wert liegt aktuell um 1 aufgrund der nach wie vor sehr hohen Zahlen an infizierten Personen in Deutschland. Bedeutet dies eine hohe Zahl von täglichen Neuinfektionen. Warum ist dann Anfang letzten Jahres gesagt worden, der R-Wert muss unter 1 sein? Also, da ist manchmal die Logik, sage ich jetzt mal vorsichtig, also entweder haben die zwei Bücher dafür da liegen oder die gucken da gar nicht rein, keine Ahnung. So, wir sehen, dass 1.281 Klinikstandorte gemeldet haben. Es sind 27.034 Intensivbetten registriert. 22.901 davon sind momentan belegt, macht eine 85-prozentige Quote. 4.133, 15% der gemeldeten Betten sind frei. Hinzu kommen 10.000, über 10.600 in der 7-Tage-Reserve. Das hatten wir schon. Momentan sind 2.692 Personen, also 56%, invasiv beatmet. Und wir sehen auch hier, dass wir also in den letzten Tagen einen Abfall an Covid-19-Patienten haben. Wir können ja nochmal gerade hier auf die Älteren gucken. Dann einfach mal gerade so uns den Vergleich ranholen. Kleinen Moment. Also hier waren 4.800. Das ist jetzt der vom 19. Ich glaube, am 19. waren der. Genau, 19 war das, glaube ich, mit den Daten, die da gewechselt worden sind. Hier hatten wir 4.900, genau. Also 4.900 und heute sind wir bei 4.700. Also wir sehen, wir haben zwar eine prozentual höhere Auslastung der Kliniken, aber wir sind bei unter 20-prozentiger Auslastung in Gesamtdeutschland in Bezug auf Covid-19-Patienten. So, gestern sind auf den Intensivstationen 211 Personen verstorben. Eine Quote von 34% waren es gestern. Im Gesamtmix sind wir bei 28%. Und wir haben auch gesehen, dass diese Zahlen nochmal korrigiert worden sind. So. Kalenderwoche 52. Dann fehlt noch die Kalenderwoche 53. Die fehlt auch noch, meine Lieben. Wenn die da ist, dann sehen wir. So, also hier geht es jetzt nur um die Kalenderwoche. Also das ist, das, was ich jetzt sage, das ist wieder diese, in Anführungszeichen, sage ich mal, vorsichtig Panikmache. In Kalenderwoche 52 bis zum 27.12. starben 24.470 Personen, ein Plus von 504 zur Kalenderwoche 51. Das sind 31% mehr Sterbefälle als im Durchschnitt der 4 Vorjahre. In der Vorwoche übertrafen die Sterbezahlen den Jahresdurchschnitt um 26%. Wenn wir jetzt aber hier gucken, was wir hier für Streuungen hatten, haben wir eine Abwanderung nach hinten und das sehen wir hier ganz deutlich. Dementsprechend müssen wir jetzt tatsächlich die Gesamtzahlen abwarten, weil wir immer wieder auch unter dem Durchschnitt waren, so wie hier in dem Bereich. Ja, wir haben teilweise also Verschiebungen, das ist hier ganz deutlich ersichtlich und wir müssen tatsächlich die Gesamtzahl abwarten. Wenn wir die haben, dann können wir sagen, ob wir ein Jahr hatten mit höherer Sterblichkeit oder mit geringerer Sterblichkeit. So, hier gucken wir einmal auf die Mobilität. Wir sehen also, dass die im Vergleich 15% unter der in 2019 war. Und jetzt müssen wir dazu sagen, im Januar 2019 war ja noch nicht so die Thematik. Also wir müssten es eigentlich, ja, mit Januar 20 wäre es auch wieder fraglich. Also das ist jetzt schwierig einzuschätzen. Aber ich vermute mal, dass das ab Kalenderwoche 10 wird das interessant werden, wie weit wir da tatsächlich unter oder über dem Durchschnitt des Vorjahres lagen. Also im Gesamten sind wir bei 15% weniger Mobilität als in den vorherigen Jahren. Wir sehen hier, genau, März fängt das an. Und dann bin ich echt gespannt, wie das aussieht. Ja, wir haben hier den Median. Klar, im Sommer, Spätsommer waren wir mehr unterwegs.
Und hier im Frühjahr sehen wir also, dass wir bis zu 39% runter waren, fast 60% hier runter waren, im Vergleich zu den zum Vorjahr. Ja, das war jetzt der Überblick, genau. Also das ist jetzt einfach die Mobilität verglichen mit 19, aktuell in der Woche 3, 18., 19. Januar, minus 12%. Also wir sehen hier auch schon, dass hier ganz gut unsere Handydaten ausgewertet werden, um zu gucken, wie viel sind wir denn unterwegs. Wir sehen hier einen Landkreis, der, also ein paar sind ein bisschen mehr unterwegs gewesen und ja, es sind einige, die dann teilweise wirklich sehr wenig unterwegs waren. Hier oben im Norden sieht man, da sind sie ein bisschen gemütlicher. Ne? Und ja, also im Großen und Ganzen sehen wir, dass die Karte relativ ausgeglichen ist. Und im Gesamten sind wir bei 15% weniger Bewegung gewesen in der Kalenderwoche 2 als 2019. Ja, meine Lieben, ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit für diesen. Bei diesem Tagesreport für den Lagebericht am 22.01. Ich werde nachher noch die Übersicht über alle Daten euch zur Verfügung stellen. Und dementsprechend bedanke ich mich jetzt bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch einen schönen Abend und einen schönen Start ins Wochenende. An die, die frei haben, natürlich genießt es. Die, die Dienst haben, ich hoffe, ihr habt ruhige Dienste und könnt in Ruhe arbeiten. Ja, und in dem Sinne, meine Lieben, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Liken, teilen, kommentieren, freue ich mich natürlich jedes Mal drüber. Und genauso natürlich über neue Abonnenten. Wenn ihr abonniert und die Glocke aktiviert, werdet ihr immer über die aktuellsten Videos informiert. Und ja, in dem Sinne, meine lieben Menschen, weigert euch, Feinde zu sein. Macht euch die Quellen selbst zugänglich, schaut sie euch bitte auch selbst an. Und in dem Sinne, einen schönen Abend, euer Mike.